So, weiter geht's mit Need for Speed Unbound. Und wir gucken mal, was haben wir denn heute noch so Schönes. Hier brauchen wir ein bisschen Kohle. Wir haben nur 1900. Viel Geld ist es nicht. Wir fahren mal das hier. Ja, wir brauchen dringend Geld. Ich ärgere gerade, dass ich das Event nicht bekommen habe. Mit dem McLaren. Viel Polizei gerade unterwegs. Ich glaube, wir haben es mit einem Racer zu tun. Habt ihr nicht? Aber hey, echt nicht viele Kopf zu drehen. So, gucken wir mal. Ich will die 7000 haben. Wir werden mal ein neues Auto kaufen müssen. Rivalen. Das ist sowieso dasselbe. Ich habe nur 165? Na gut, die haben alle jetzt erfahren, ne? Nein. Cheers, wir sehen uns am Ziel. Warte, bis ich das meiner Mom erzähle. So, 102 von 3. Wow, Glück gehabt. Schön, dass du mal wenigstens, dass er wenigstens mal stehen bleibt. Nein. Ich esse mal gerne Pizza, aber nein. So macht es noch viel mehr Spaß. Bitte lass mich gewinnen. Ich brauche das Geld. Irgendwie haben sie sich da ein bisschen weggehängt, aber soll mir persönlich recht sein. Wir gewinnen dieses Event ziemlich deutlich. Und nehmen uns die 7000 mit. Oder 7900 haben wir geholt. Da wir ja das Ding gewonnen haben. So, dann haben wir das auch. Bürgermeisterin weiter auf die Pelle rückt, brauchen wir bald mehr Cash. Wie schon gesagt.
Niemand. So, dann haben wir das auch. Haben wir noch hier irgendwas jetzt? Naja, Turntable, wir brauchen ja B. Da wäre noch so ein Ding, aber das jetzt brauchen wir halt, wie gesagt, die B. Windiger City Sprint, was haben wir denn? Stadt geht an 7.500, die hätten wir ja, die Kohle. Minusgeld. Ich habe jetzt 9.000 knapp auf der Hand, wenn ich jetzt das Ding nach Hause fahre. Soll man es riskieren? Ja, wir brauchen dringend. Will sich eine Werkstatt-Cam anschauen. Wir haben eine Werkstatt-Cam. Hier? So, wir kriegen noch neues Event. Ach, egal. Hast du einen Job für mich? Ab Mazda RX-7, der geliefert werden muss. Ich schick dir einen PIN. Und RX-7 hätte ich gerne. Den hätte ich gerne als Drifter. Und wir kriegen noch 3.000 dafür, das ist was. Aber ich hätte gerne das Auto dafür. Ich scheiße verdammt auf die 300 Scheiße, 3000 Scheiße. Ich würde mich ja auch dahin stellen einfach. So, ich nehme mal kurz die Tankstelle noch mit. Da steht der RX-7. Ja. 3000 für 1,40. Das Ding. Also beim in die Kurve fahren immer auf die Hupe zu kommen. Das ist mir schon vielen Rennen aufgefallen. Easy peasy, machen wir das Ding nach Hause auf Gold und holen uns die 3000. Und das Auto wäre jetzt im Kauf verfügbar. Mazda ist abgeliefert. Aber leicht fiel mir die Trennung nicht. So schnell? Wenn du so im Grand fährst, gehört der Wagen dir. Hey, nicht so voreilig. So, wir fahren kurz zum Versteck. Aber du hast recht. Sogar Tess hast du beeindruckt und sie ist
weißt schon. Oh ja. Oh, zu der Idee, die du hattest, wegen der Publicity für die Werkstatt. Welche Idee? Vielleicht ist an der Werkstatt Cam was dran. Wenn ich live unter die Motorhaube gehe und dann das ganze Öl... Um Himmels Willen, bitte nicht. Ich frag mich, ob's heißerritt.com schon gibt. Google das bloß nicht. Frage, was kostet der Wagen? Jawohl, wir jetzt helfen das Geld und holen jetzt 14.000. Und haben eine Herausforderung damit abgeschlossen. Der Quali selbst an, oder überlässt sie das ihrer Crew? Keine Ahnung, aber anscheinend scheut sie keine Herausforderung. Mal sehen, ob sie selbst antritt. So oder so? Wir sind bereit. So, das Auto würde Karosserie, Bodykits. Ja, gut, okay. Ich werde mal auf Leistung weitergehen. Motor. Der wäre jetzt auf 202. Oh ja, ich muss das upgraden. Ernsthaft, ich muss jetzt mal die Karre upgraden. Ja, kaufen. Ach, deswegen haben wir die 7. Deswegen sind, haben die mir eben die 7000 abgezogen. Weil ich die Garage noch upgraden musste. Okay, erklärt. So, Sport. Was haben wir denn hier normaler? Hilfe greifen. Ja. Wir haben Racing Reifen drauf. Was haben wir denn hier eigentlich? Was sind das für Reifen? Okay. Hier sind noch Reifen drin. Die haben wir auch, okay. Wir haben jetzt 2000, aber wir haben Teile drin jetzt. Okay, jetzt erklärt warum er der. So. Gut. Was könnte man als nächstes für Autos zu kaufen? Also Mazda X7 ist klar, dass der zu teuer wird. Jetzt haben 180 S6. Viele Autos aber sind noch zu teuer, die kosten noch 50, 60.000 oder mehr. Eigentlich würde ich ja. Gut, das ist hier. Ja, die kosten richtig Geld. Na gut. Schade, dass es bestimmte Fahrzeuge nicht mehr gibt. Also Toyota hatte sich damals ja schon klar positioniert, dass sie nicht mehr bei... Hier ist mehr ein Auto, aber es kostet 59.000. Von wegen 250.000. Aber das ist wahrscheinlich die Style-Version, ne? Von dem Auto. Das ist nämlich diese Version, die wir eben gerade abgeliefert haben. Aber gut, dann weiß ich zumindest, dass ich eine Serienfunktion habe. Ich weiß, welches Auto ich mir als nächstes hier zusammenbasteln werde. Und zwar, wenn wir uns in der X7 zusammensparen, den hätte ich gerne mich auf der Stufe, den hätte ich gerne mal als Drifter. Warte mal, wo ist denn der? Falscher Auto. Das war der 180 S6. Da wäre das Auto. 59.500 kostet die Karre.
wäre dann auf Stufe B. Und das wäre mein nächstes Auto wahrscheinlich, wenn ich dann sparen will. Ja, dann fahren wir also dafür noch ein paar Rennen. Und in der nächsten Folge geht's da damit los. Und dann freue ich mich, wenn wir wieder einschalten, wenn ihr hier bei Need for Speed Unbound.